Moin moin und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, Freunde und Abonnenten meines Kanals. Es geht weiter mit Let's Play Spyro 3 Year of the Dragon HD nach einer ziemlich langen Aufnahmepause. Es tut mir auch sehr leid, aber naja, ich habe das ja schon in einem Community Post gesagt, die Motivation soll da sein und ja, jetzt ist sie wieder da. Und jetzt kann ich euch mal wieder ein paar Folgen bringen, würde ich mal sagen. Harry Potter soll auch noch weitergehen, definitiv. Das werde ich auch noch abschließen. Seid euch da gewiss. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt gleich wieder rein in Spyro, Year of the Dragon. Und warten nicht lange. Ich weiß auch nicht mehr so genau, wo ich stehen geblieben war, um ehrlich zu sein. Ich glaube, hatten wir die Gartenstadt schon komplett abgeschlossen? Ich glaube, ja. Nur hier kamen wir, glaube ich, wieder wegen einem Begleiter, den wir noch nicht haben, noch nicht weiter. Deswegen haben wir jetzt, glaube ich, hier alles erreicht, was wir erreichen konnten. Und müssen jetzt, ja, in die nächste Welt, ne? Wir wollen jetzt nach Abendsee. Und natürlich wird er wahrscheinlich, es ist so, ich fange ja auch wieder die Folge schön mit einem Bosskampf an. Das ist super, super gut für den Einstieg. Oh Gott. Jedenfalls gibt es ja hier kein Perfekt mehr, was ich erreichen muss. Das ist schon mal gut. Du dummes, unfähiges, nutzloses Ding. Ich gebe dir eine einfache Aufgabe und du versagst. Auf Kinder kann man sich einfach nicht verlassen. Aber vergiss die ganze Sache. Ich kümmere mich darum. So viel Ärger wegen dieser Eier. Ohne Drachen schwindet die Magie in dieser Welt dahin. Ohne Magie sterbe ich. Und damit stirbt auch deine Chance, eine Zauberin zu werden. Sieh zu, wie eine echte Zauberin ihre Gegner besiegt. Befreit mich aus diesem Käfig, ihr fiesen Schurken. Willst du Drache zum Mittagessen? Wenn ich meine Keule hätte, wärt ihr alle dran. Oh, na, da freuen wir uns doch auf den tollen Gesellen. Instinkte sagten mir, dass die Zauberin dich hier angreifen würde, also bin ich hergeflogen. Meine Raketenwerfer scheinen ihr nichts anzuhaben, aber ich kann für dich Munition abwerfen. Jetzt kämpf für die gerechte Sache. Ja, da wollen wir doch mal gucken, ob ich das schaffe. Oh, da ist irgendwie was. Ist das Munition? Oh, sieht so aus. Ach, ist das ja alles ganz harmlos. Gucken, ob das so bleibt. Okay. Jo, da muss ich natürlich auch aufpassen. Oh, da habe ich ja mal richtig Glück gehabt, dass das ein Dings-Schmetterling war. Ein Lebensschmetterling. Ja, im Endeffekt, nach meinem Gefühl her leichter als der erste Boss, Monique. Huch.
zu, Drache. Spyro, das ist ernst. Die Zauberin will dich in die Falle locken. Und wenn es ihr gelingt, glaub mir, du willst nicht wissen, was sie tun wird. Ich verspreche, mich gut um den Rest der Eier zu kümmern. Ernsthaft, nimm Jäger und geh nach Hause, bevor... Ich kann es gar nicht aussprechen. Geh einfach. Na, wird sie langsam reumütiger, die liebe Bianca. Ja, bevor wir uns aber hier schön im Abendsee umgucken, werden wir nochmal zurückgehen in Gartenstadt, weil wir haben da ja noch ein Level mit Sparks zu beschreiten. Und wir wollen ja gerne, dass Sparks auch ein paar mehr Fähigkeiten kriegt. Ja, ich habe gerade mal geguckt, auf jeden Fall, das Steam Overlay klappt mal wieder nicht. Das ist ja auch immer total seltsam. Das verstehe ich auch immer nicht. Naja, was soll ich machen? Mich auf jeden Fall nicht darüber ärgern. Ist immer so ein bisschen schade wegen den Errungenschaften, weil die dann nicht eingeblendet werden. Aber was soll's. So, Sparks. Ding müsste hier oben sein. Verlorenes Ei aufgespürt. Vielleicht mag Sparks es aus Spinnenstadt retten. Klar. So, da wären wir. Okay, da kommen wir noch nicht längs. Dann müssen wir erstmal nach hier. Ah, da ist ein Schlüssel. Oh, und da ist ein Special-Schmetterling. Schon mal den Schmetterling hier holen. Schwupp. Oh, da ist ein Blumenpott, wo die Spinnen rausgekommen sind. Okay, hier brauchen wir wieder einen Schlüssel. Aufladen. Oh, da ist noch ein anderer. Mal gucken. Ach, das gibt ein Schild. Okay. Oh, cool. Nehmen wir mit. Ah, das kann man diesmal so nicht zerstören. Okay. Okay, kann ich nicht einfach so besiegen mit dem Sprint. Augen offen halten bezüglich der Edelsteine, dass ich hier keinen übersehe. Irgendwie muss man das doch schalten können. Ah, da, okay. Da ist irgendein Knopf. Und ich denke mal einfach, dass der das Schild ausschaltet. Jo. Au. Oh, ein Moment. Da musste ich einmal kurz Wäsche aufhängen. Genau, weiter geht's. Weiter geht's im Text. Genau, hier müssen wir längs. Ja.
verbraucht. Ja, und ich was auf dem Deckel schon bekommen, schon grün. So. Aber da sollte ich vielleicht auch drauf fahren, oder fliegen, damit wir den anderen Blumentopf. Vielleicht sollte ich auch einfach mal schießend durch die Gegend fliegen. Oh, wow. Das hat auch noch nie passiert. Naja, kommt mal vor. Oh, da ist auch der Knopf. Tatsächlich. Könnte ich mich jetzt gar nicht mehr so dran erinnern. Oh, ist schon Bossgegner anscheinend. Sehr gut. Tutti. Oh, dann haben wir das Level schon geschafft, ne? Ja, sehr schön. Jetzt los. Haben wir jetzt keine neue Fähigkeit bekommen? Das kann ich gar nicht glauben. Ich würde nicht zurück zu diesen gruseligen Spinnen wollen, aber wenn Sparks nochmal zurück nach Spinnenstadt will. Stimmt. Lass mich kurz mal überlegen. Damals nämlich in Spyro für die PlayStation 1, also Spyro 3, war das nämlich so. Ich glaube, dass man nach dem zweiten Mal die Fähigkeit bekommen hat, dass Sparks Edelsteine anzeigen kann. Das, genau, so war das, glaube ich, in Spyro 3. Und deswegen kriegt man hier jetzt keine Fähigkeit. Weil das kann Sparks jetzt ja hier schon von Anfang an. Na? Und deswegen kriegt man da nichts. Ich glaube, so ähnlich war das. Gut. Und dann gehen wir jetzt wieder zum Abendsee.
Jo, dann haben wir hier ein bisschen was zu erledigen. Gucken wir mal, 400 Edelsteine und 5 Eier. Das sieht... Oh, Entschuldigung, da musste ich einmal niesen. Das sieht aus wie unser nächstes Transportmüll zur nächsten Welt. Na gut. Sonst war da aber nichts. So, hier gehen wir natürlich gleich schon auf Tauchmissionen. Trotzdem mal gucken. Fähigkeitspunkte, haben wir ja was? Ne, Frostaltäre, da sind die nächsten. Oh mein Gott, hier sind noch auf jeden Fall einige Fähigkeitspunkte. Nächstes in den Frostaltären. Schwimmt einfach ein Wal. Auch nicht schlecht. Oh, da kommen wir durch. Und da ist auch ein Ei versteckt. Stubby. Magnesiumfackeln. Feuerwerksfabrik. Na, da gehen wir noch nicht rein. Wir wollen ja erstmal das Level abschließen. Wenn wir das denn schon können. Meines Wissens nach war das eigentlich so, dass man sogar hier vom Wal verschluckt werden kann. Kann man auch immer noch. Oh, hier ist einfach ein Ei. John, Jonah, Jonah. Man will immer alles jetzt Englisch aussprechen. Jonah kann man ja auch noch. Oh. Hat hier auch schöne Lampe drin, das ist doch nett von ihm. Okay, wieder raus. Und Dankeschön. Wieder hoch. Sorry, Herr Wahl. Gucken wir mal nach oben. Ob wir hier noch irgendwie rauskommen. Ja, hier auf jeden Fall nicht, aber hier könnte man ja, glaube ich, noch irgendwo hintauchen. Ah ne, da kann man hochklettern. Aber hier kann man auch hintauchen. Mal gucken. Ach, gucke mal an. Haha, die Zauberin hat hier einen echten Schatz. Es waren 2 Dutzend Rhinoxe nötig, um diesen dümmlichen Fellball einzufangen. Also kannst du sicher sein, dass er nicht billig rauskommt. 1000 Bälle haben. Fick. Vergiss es, Drecksack. Na gut, es macht mir ziemlich großen Spaß, ihn mit einem Stock zu pieksen. Dieses Drecksack, oh Gott. Schön. Ja, komm Woher hier. Woher hast du all das Geld, Spyro? Es liegt nicht einfach auf dem Boden rum, oder? Oder doch? Ach, egal. Jetzt ist es meins. Naja, doch, es liegt eigentlich auf dem Boden rum.
Ja, der erste belebende Atem der Freiheit. Mit der Demut eines verwundeten Sperlings verneige ich mich vor meinem edlen Befreier. Nichts zu danken, Kumpel. Ja, schließlich habe ich dich rausgelassen. Oh, du dreister, gieriger, doppelzüngiger, diebischer Bär. Moment mal. Noch einmal mehr? Mindestens. Bitte erweise mir die besondere Ehre, mich in der nächsten Zeit einmal zu besuchen. Ja, sicher. Klar, wir kommen auf jeden Fall zu dir, Bentley, weil wir dich noch brauchen werden. Du kannst uns ja erst helfen, wenn dein Heimatort gerettet wurde. Also kannst uns ja in anderen Leveln helfen, wenn dein Heimatort gerettet wurde. So, jetzt klettern wir auf jeden Fall hier hoch. Ah, und hier ist nochmal ein Level für Sparks. So, da kann man auf jeden Fall hingleiten. Und da können wir die liebe Hannah retten. So, dann wollen wir darüber. Ich will einmal kurz hören, wie die alte Musik hier ist. Okay. Oh, hat er gar nicht. Doch. Okay. Hallo Spyro. Dieses Power-Up kann dich für kurze Zeit unbesiegbar machen. Nutze es, um an den Feuerspuckern vorbeizukommen. Danach wirst du ein Ei finden. Na stimmt, so einen Powerpunkt hatten wir, glaube ich. Hatten wir den hier schon mal? Auf jeden Fall hatten wir den schon in Spyro 2. Stuart. Und dann müssen wir hier rüber. Oh, da gibt es sowieso ein Leben. Oh. Da habe ich wohl doch nochmal einen Frosch getroffen. Anscheinend, was machen die eigentlich, wenn ich vor denen stehen bleibe? Ja, sie quaken mich an. So. Und ist das das Letzte? Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Ted. Ja. Das war das Letzte, aber natürlich haben wir noch nicht alle Edelsteine. Aber da kann uns Sparks dabei helfen. Ah, da ist noch. Okay, jetzt haben wir hier einen kleinen Bug anscheinend. Nee, doch nicht. Jetzt ist sie doch weg. Ah, hier. Aufpassen, dass ich da jetzt nicht aus Versehen ins Portal reinkomme.
da, okay. Ach, sehr schön. Wunderbar, damit haben wir das Level abgeschlossen. Ich bin jetzt bei 26 Minuten. Ach, ich versuche ja immer so 30 Minuten Folgen. Gerne auch mal ein bisschen länger, aber heute wird sie wahrscheinlich mal ein bisschen kürzer werden, da ich das nächste Level von Bentley gerne ja, wenn ich das dann finde, vielleicht komme ich dann noch auf die 30 Minuten. Hä? Ah, hier glaube ich, ja. Weil ich das gerne dann in die nächste Folge packen möchte. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Bis dann und ciao.